Hallo Leute, herzlich willkommen also zum Kriterium du Dauphiné. Wir freuen uns alle drauf, dass es jetzt startet und dass es vor allen Dingen vor der letzten Etappe des Giro startet. Aber es ist ja leider ein wichtiges Sponsorenziel, insofern sind wir natürlich schön brav und fahren das Ganze. Favoriten für die erste Etappe? Weiß ich nicht, aber wir fahren mit Leknesund, Lopez, Erken, Zahiri, Kulic, Sala und Simon. Das sind also unsere Starter fürs heutige Rennen. Und die Favoriten für die heutige erste Etappe sind Mats Pedersen, Caleb Ewan, Jasper Philipsen, Alvaro Hodge, Nicolo Bonifazio, Christoph Laporte, Luca Meskec, Ivan Garcia Cortina, Marc Sarro und John Degenkolb. Und ich mag nicht Alvaro Hodge sagen, weil es keinen Sinn ergibt. Es ist Alvaro Hodek. So. Ich weiß nicht, wieso die Sprinter hier favorisiert sind. Das ist für mich viel zu anspruchsvoll für Sprinter, ehrlich gesagt. Aber wir schauen, was passiert. So, da sind wir also. Start der heutigen Etappe. Hier bei dem Kriterium du Dauphiné. Wir starten also rein. Sieg ist das Ziel bei dieser Rundfahrt. Der Sponsor will von uns den Sieg sehen. Deshalb versuchen wir, ihm den Sieg zu geben. Das ist ja wohl logisch. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das schaffen sollen. Also, Leknesund vielleicht? Keine Ahnung. Aber Lopez ist halt noch relativ weit weg von seiner Bestform. Und das auch gut so, möchte ich betonen, denn ich habe in meinem Leben schon genug Leute gesehen, die beim Kriterium du Dauphiné aussahen, als wären sie, oder Dauphiné Libéré, wie sie ja früher hieß, als wären sie, weiß ich nicht, die Perfektion des Radsports. Und dann während der Tour de France hat man nichts mehr von ihnen gesehen, weil sie einfach viel zu früh in Form waren und diese Form nicht halten konnten bis zur Tour. Von daher finde ich das gar nicht so schlimm, dass Miguel Angel Lopez jetzt noch nicht in seiner Topform ist. Aber ja, für das Sponsorenziel wird es natürlich schwierig. Also ich weiß nicht, wie wir das Dauphiné, die Dauphiné Libéré oder halt Kriterium du Dauphiné gewinnen sollen. Ich gesagt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Schauen wir aber erstmal auf das Profil der heutigen Etappe. Es gibt einige Bergwertungen, zum Beispiel hier in der vierten Kategorie, dann hier in der zweiten. Sieht ehrlich gesagt irgendwie schwerer aus als zweite Kategorie, aber okay. Dann dritte, dann gibt es eine Sprintwertung. Dann gibt es hier einen Anstieg ohne Kategorie und gegen Ende nochmal zwei kleine Anstiege der vierten Kategorie. Und dann sind es nur 4 Kilometer ins Ziel und das soll eine Etappe für die Sprinter sein. I doubt it. Aber gut, macht ihr mal, was ihr wollt. Ihr werdet schon wissen, was er tut. Unter normalen Umständen hätte ich gesagt, das könnte eine Etappe sein für Ahmed Erken. Der mit Hügeln einigermaßen zurechtkommt, aber er ist mit Sicherheit nicht der Topfahrer für so etwas. Vorne haben wir Abrahamsen und Konychev, die zwei Ausreißer an der Spitze. Und es sieht so aus, als würden das die letzten und einzigen Ausreißer bleiben. Wir versuchen nochmal mal Dalibor Kulic mit reinzubringen. Aber ich glaube, es ergibt ja keinen Sinn, ne? Barbero, Arcas und Wiedeberg greifen da vorne an. Ja, komm, probieren wir es nochmal. Dalibor Kulic mit der Attacke. Aber der hat jetzt auch zu wenig Energie, also das klappt nicht. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was heute noch passiert in dieser Etappe. Schauen wir mal auf die Startliste, während hier das Rennen so ein bisschen vor sich hin plänkelt. Pedersen ist mit dabei für die Mannschaft Trek-Segafredo. Ansonsten Ciccone, Elizonde und, ja, weiß ich nicht, Bernard vielleicht. Pogacar ist dabei für UAE Emirates und ich zeige mal gerade seine Werte. Hier unten links könnt ihr sie sehen, weil jemand hat gefragt, was der hier für Werte in dem Spiel hat. Also ihr seht, er hat ziemlich Pogacar-ige Werte, ne? Also so wie man die sich vorstellt. Ungefähr, vielleicht sogar noch zu schwach. Ich glaube, in dem nächsten PCM wird er deutlich bessere Werte haben. Außerdem dabei Philipsen, Formulo und Ulissi. Dann für unser Team dabei Lopez und Leknesund natürlich. Roglic ist dabei für Jumbo-Visma, auch da schauen wir uns unten mal die Werte an. George Bennett, Dumoulin. Dann haben wir Lotto Soudal mit Caleb Ewan, mit Degenkolb Gilbert. Der König Quickstep, unter anderem mit Askren. Dann haben wir Akea Samsic mit Quintana als Kapitän. Dingens Baggi ist nicht dabei. Landa fährt mit für Bahrain McLaren. Dann Israel Startup Nation mit Dan Martin unter anderem. Dann Bernal ist mit dabei für Ineos, genauso wie Christopher Froome.
Uran fährt mit für IF, dann Buchmann, Zakarin und. Also schon ein ziemlich gutes Feld, muss man sagen. Und Uno X hat hier offenbar eine Wildcard bekommen. Die sind auch mit dabei. Ja, und dann holen wir doch direkt mal Getränke. Wir sind im ersten Anstieg des Tages. Vorne sind immer noch Konichev und Abrahamsen. Also wieder mal kommen die beiden Ausreißer, die als erstes wegkommen, dem Ziel am nächsten, hier irgendwas geschissen zu kriegen, auf gut Deutsch gesagt. Machen wir das mal so und dann lassen wir mal Sahiri angreifen, den frisch gebackenen Bergwertungssieger der Boucle de la Mayenne, war es glaube ich, ne? So, Sahiri greift mal an. Geht natürlich vor allen Dingen um die Bergpunkte bei diesem Angriff. Weiß, er hat keine Top-Tagesform, aber hey, wir können es ja mal probieren. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So, Sahiri kann schon mal auf die Ausreißer aufschließen. Das ist schon mal top. Die 3 Minuten mal ganz locker zugefahren hier. Ich denke mal, er kann hier auch die Punkte holen an diesem Anstieg. Ist ja ein starker Bergfahrer. Auch eins dieser Talente. Und ich bin immer noch nicht sicher, wen wir holen sollen in der Transferphase und welche Verträge wir verlängern sollen und so weiter. Ich habe da halt verschiedene Gedanken im Kopf. Also eigentlich habe ich schon 2 Namen, die ich mal mindestens neu holen will. Das Ding ist nur, ich weiß nicht, ob es überhaupt bei 2 Fahrern bleibt. Es kommt ja auch immer darauf an, wie die Situation sich darstellt. Also ich weiß ja nicht, ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass die Fahrer, die ich gern halten will aus unserem Team, dass die dann auch definitiv bleiben. Aber es ist ja nicht gesagt. Kann ja auch sein, dass ich zum Beispiel einen Lecknis unterhalten will und der hat da gar keinen Bock drauf und der will sich ein anderes Team suchen. Ne? Also ist ja gar nicht gesagt, dass das unbedingt so sein muss, dass er bleibt. So, und jetzt Sahiri mal mit der Attacke und jetzt schauen wir mal, ob wir da vorbeikommen. Okay, es sieht gut aus und jawohl, Sahiri holt sich hier die Punkte, sehr, sehr stark von unserem Marokkaner. 2. Abrahamsen, 3. Konichev. Ja, Kulic, Junge, fahr doch noch weiter vor, wie wär's? Ja, also auf der heutigen Etappe habe ich mit unserem Kapitän hier eigentlich gar nichts vor. Lopez können wir mal versuchen, im Finale vielleicht einzusetzen. Also wir werden natürlich versuchen, möglichst schnell hier im Finale zu fahren. Aber ich habe jetzt hier nichts Großartiges vor. Einfach keine Zeit verlieren heute. Und dann in der nächsten Folge schauen wir uns das Finale des Giros an. Da habe ich eigentlich mehr Interesse dran. Ahmed Erkan ist gestürzt. Blöd. Zusammen mit Buchmann und Uran. Das ist gut. Sage ich euch ganz ehrlich. Denn die werden auf jeden Fall ein Interesse daran haben, wieder reinzufahren. Daher gehe ich mal stark davon aus, dass das funktionieren wird. So, plöpp, machen wir mal so. Okay, dann weiter geht's. Gleich gibt es den nächsten Anstieg, 3. Kategorie diesmal. Und da sind wir jetzt auch schon drin. Col della Traverse heißt der. Geht circa 4-5 Kilometer sowas. Und Sahiri greift mal an. 103 Kilometer vom Ziel, ist mal Zeit für eine Attacke. Sahiri versucht jetzt die Mitausreißer hier mal abzuhängen an diesem Anstieg. Was gar nicht so leicht ist, obwohl hier Konichev eigentlich alles andere ist als ein Bergfahrer. Er hält hier gut mit, ey. Jungs. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Warum sind die so stark? Abrahamsen fährt uns jetzt sogar um die Ohren. So, wir bleiben mal auf 83 und versuchen das Ding jetzt mal so durchzuziehen. Ja, jetzt hat Abrahamsen Probleme, aber alter Schwede, ist der hier stark gewesen bisher. Sicher ist sicher. So. Sahiri also mit den nächsten Punkten. Damit 7 Punkte für ihn, 7 Punkte auch für Jonas Abrahamsen und 4 Punkte für Alexander Konichev. Eck und Conti haben hinten im Feld noch Punkte geholt, einfach dadurch wahrscheinlich, dass sie im Feld vorne waren. So,
Erken. Sehr gut. Erken ist wieder drin im Hauptfeld. Das erfreut mich doch sehr. Ja, und damit haben wir ja doch nochmal einen in die Ausreißergruppe geschickt hier. Auch wenn es eigentlich gar nicht der Plan war. Aber vielleicht schaffen wir es ja sogar, dass Zahiri am Ende das Bergtrikot trägt. Das wäre doch auch ganz schön eigentlich. Und hinten gab es offenbar noch einen Sturz mit Dan Martin und Tom Dumoulin. Auch Buchmann wieder verwickelt. Sah zumindest sehr nach dem Sturz aus. Meistens so, wenn so viele auf einmal zurückfallen, ist es in der Regel ein Sturz. Ergibt ja auch Sinn. So, noch 5 Kilometer bis zur Sprintwertung. Die ich natürlich auch gern gewinnen will. Aber da ist Konnichev auf jeden Fall der Favorit. Das kann man, glaube ich, schon mal so sagen. So, dann starten wir schon mal den Sprint. Zahiri setzt sich hier als erstes nach vorne und schafft es sogar, den Sprint zu gewinnen. Stark. Sehr, sehr stark von Abdi Zahiri. Kriegt damit natürlich auch die 3 Bonussekunden. Sehr gut. Das war ordentlich. So. UAE hier vor allen Dingen jetzt mit der Tempoarbeit. Aber offenbar für... Das ist gleich nur UAE. Offenbar für Philipsen und nicht für Pogacar. Ganz ehrlich, Tadej Pogacar ist mittlerweile so stark. Dem kannst du beim Sprint wahrscheinlich mittlerweile 75 oder sowas geben. Mindestens. Ist ja unfassbar, was der mittlerweile für eine Qualität einfach hat. Der kann bei jedem Radrennen um den Sieg mitfahren. Man hat es jetzt bei Mayans San Remo wieder gesehen, 2022. Das war einfach auch sehr, sehr stark, wie er sich dort präsentiert hat. Und wenn diese Folge rauskommt, dann wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Rennen passiert sein, die ganzen Frühjahrsklassiker, und wer weiß, was er da wieder alles gewonnen hat. Also von daher, mal sehen. So, die 3 Ausreißer fighten um ihre Chance. Hinten im Feld wird das Tempo erhöht von Trek, von Lotto Soudal und auch von UAE. Kulic soll nochmal Getränke holen. Dalibor Kulic übrigens auch so jemand, mit dem wir natürlich den Vertrag verlängern wollen. Aber ob das so klappt, weiß ich nicht. Ist ja auch immer die Frage, was der Fahrer sich dann vorstellt. Vielleicht denkt sich ja Kulic, er will nochmal eine fette Gehaltserhöhung. Und ich muss sagen, Kulic ist so eine Sache. Ich bin bei Kulic hin und her gerissen, weil der ist halt ein Fahrer, der kann einmal im Jahr ein bisschen glänzen, wenn alles gut läuft. Und das ist bei Paris-Roubaix eigentlich. Das ist das eine Rennen, wo er mal so richtig glänzen kann. Klar, es gibt noch so 2, 3 andere Kopfsteinpflasterrennen, aber sobald du ein Kopfsteinpflasterrennen hast, bei dem Steigungen dabei sind, da ist Kulic jetzt schon wieder raus mit seiner 68 am Hügel. Das wird ja nichts. Das ist halt so ein bisschen das Problem, weil ich mit Dalibor Kulic habe. Und er verdient schon jetzt relativ viel Gehalt. Das heißt, wenn er jetzt bei den Verhandlungen sich dann noch hinstellt und sagt, ey, ich hätte gerne mal eine fette Gehaltserhöhung, dann hätte ich da ehrlich gesagt schon große Bauchschmerzen damit, ihm die zu geben. Und wäre dann schon am Überlegen, ob man ihn nicht vielleicht ziehen lässt. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite haben wir ihn jetzt schon mega lange durchgecarried. Wir haben jetzt mega lange durchgeschleppt durch diese Karriere, einfach nur, weil wir wissen, okay, er ist ein Talent im Kopfsteinpflasterbereich, der könnte vielleicht mal Paris-Roubaix gewinnen in der Zukunft. Und das, da bleibe ich auch dabei, das kann er natürlich nach wie vor noch. Ja, aber die Frage ist halt, ob es das wert ist, weil in anderen Rennen wird er nicht großartig glänzen. Und ob man darauf wartet, dass er bei Paris-Roubaix glänzt. Was halt nie gesagt ist, dass es auch wirklich mal passiert. Also, dass er wirklich mal Paris-Roubaix unter den Top 10 oder sogar noch weiter vorne beendet. Und dann ist halt wirklich die Frage, wir haben den Amund Gründer Jansen mittlerweile. Ne? Und der ist echt stark. Der hat ja Paris-Roubaix dieses Jahr schon als Zweiter beendet. Und dann ist halt wirklich die Frage, ob man nicht sagt, okay, wir haben Jansen, der ist stark. Und dann machen wir mit dem Geld was Sinnvolleres als Kulic zu halten, der uns halt sonst in den Rennen einfach nicht viel bringt. Ist halt leider so. Der bringt uns halt sonst echt nicht viel weiter. Ja, und deshalb ist es einfach eine schwierige Situation. Das muss man an der Stelle so sagen. 20 Kilometer Marke ist erreicht. Es gibt weitere Attacken hier vorne in der Gruppe. Was ich, wie
ich das immer gerne sage, nicht verstehe, weil wir könnten jetzt auch zusammenarbeiten und vielleicht nochmal eine Chance haben auf den Sieg hier in der Etappe, auch wenn jetzt das Feld halt wirklich schon extrem aufholt. Also das ist schon wirklich krass. So, wir platzieren mal alle vorne. Wahrscheinlich gewinnt jetzt Dalibor Kulic nach meinem kleinen Rant hier die Etappe oder so. Und straft mich Lügen. Ey, ganz ehrlich, fände ich geil. Würde ich sofort nehmen. Habe ich nichts dagegen. Sehr, sehr gerne. Mach ruhig, Dalibor. Halte ich nicht zurück. So, Konychev greift an. Der auch überhaupt nicht italienisch klingt vom Namen her. Oh, gut. Abrahamsen. ...2,3 Kilometer noch. 13 Kilometer insgesamt. Also es ist auch nicht mehr so super weit. So, jetzt ist wichtig, dass wir noch die Bergwertung holen. Greif mal an. Abrahamsen. Oh ja, jetzt sind die beiden kaputt. Jetzt sind die beiden richtig kaputt. Und da konnte Zahiri jetzt mal so richtig schön seine Klasse ausspielen. So, unsere Gruppe sieht noch gut aus. Unser Team, meine ich. 7 Kilometer noch zur nächsten Bergwertung. Kann der das vielleicht durchziehen? 45 Sekunden, das ist halt nicht viel. Aber mal schauen. So, ey, Alter, ich möchte, dass ihr vorne fahrt. Noch weiter als jetzt, bitte. Tut mir den Gefallen. Hier, Lopez, ich kann es ja so sagen, ne? Kein Ding. Gibt da verschiedenste Wege, wie ich dir das beibringen kann. So, und jetzt bitte hier vorne sein. Danke. Alter, was ein Gedränge hier ist. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. So, Zahiri hier vorne. Noch 32 Sekunden hat er Vorsprung. Jetzt ist er auf diesem Zwischenanstieg. Also ich sag mal so, wenn er die nächste Bergwertung gewinnt und noch ein bisschen Vorsprung hat, dann ist hier wirklich was möglich. Dann ist hier wirklich was möglich. Erken bislang auch mit einem starken Job, muss man sagen. So, und Zahiri geht jetzt rein. Die letzte Bergwertung des Tages. Vierte Kategorie. Erken, auch noch sehr stark unterwegs. Das muss man mal verlassen. 4,9 und es sind jetzt noch 0,7 Kilometer bis ins Ziel. Zahiri kann das schaffen, ne? Zahiri kann das definitiv schaffen. Kann man schon jemandem folgen eigentlich so? Nö. Ist blöd. Aber Zahiri hat nicht mehr viel Vorsprung. Es gibt danach noch eine kurze Flachstelle nach der Bergwertung. Die könnte natürlich jetzt der Life-Ender sein, falls es das Wort gibt, für Zahiri. So, alle mal euer Gel nehmen, bitte, wer es noch hat. Komm schon, Junge. Gib alles. Ah, ist eingeholt. Er ist einfach eingeholt, wie bitter. So, Erken. Für Erken brauchen wir jetzt ein geiles Hinterrad. Nehmen wir mal Philipsen. Probieren wir es mal. Jo, Zahiri leider eingeholt. Sehr, sehr bitter. 2,5 Kilometer noch bis ins Ziel. Also, es ist tatsächlich so, wie ich es vermutet habe. Es geht jetzt straight von der Abfahrt jetzt in den Sprint hinein. Auf geht's, Erken. Zeig der Welt, aus was du gemacht bist. Ganz vorne Tom van Asbroek. Der hat richtig viel Vorsprung, aber er geht nochmal ein. Ja, und es ist ein Sprint, von daher keine Überraschung. Caleb Ewan gewinnt diesen Sprint und Erken war ordentlich dabei. Platz 10 für ihn. Ja, schade, dass es mit Zahiri nicht geklappt hat. Es sah ja wirklich so aus, als könnte er es schaffen. Aber es hat leider ganz knapp nicht gereicht für Abdi Zahiri. Verbindung wurde getrennt. Ein Jammer. Schöne Aussicht hier eigentlich, ne? Muss man mal sagen. Sieht echt hübsch aus mit der Stadt im Hintergrund. Ja, und hier sehen wir nochmal den Sprint. Tom van Asbroek sah so aus, als könnte er es gewinnen. Aber am Ende war es Caleb Ewan. Und ja,
mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ewan gewinnt den Sprint, von daher keine Überraschung. Zweiter Bonifacio, dritter Peter, Philipsen, dann Mesgage, Garcia, Cortina, Saro, Kirsch, Nieuwenhuis, Aranburu und Erken. In der Gesamtwertung damit Ewan jetzt vorne, vor Bonifacio und Philipsen, Zahiri hier auf Rang 4. Zahiri führt in der Bergwertung. Glückwunsch, 13 Punkte hat er. Abrahamsen hat 7 und Konicev sowie Valens haben jeweils 4. Und in der Punktewertung führt Ewan vor Bonifacio und Philipsen. Nachwuchswertung Philipsen vorne vor Zahiri und Konicev. Und in der Teamwertung C. Claire noch in dem Italien-Look natürlich auf Rang 1 momentan. Der Italien-Look kommt dann weg, wenn der Giro beendet ist. So, in diesem Sinne, boah, was soll man dazu sagen, ne? War jetzt kein Top-Resultat, aber war okay. Zahiri mit einer echt starken Leistung, hat mir gut gefallen. Und als nächstes sehen wir uns dann wahrscheinlich zum Finale des Giro d'Italia, zum Abschlusszeitfahren beim Giro wieder. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, denn ich bin sehr gespannt, ob wir den Giro noch gewinnen können. 30 Sekunden müssen wir aufholen auf 16 Kilometern auf Sam Omen. Das wird verdammt schwer, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Irgendwie muss es funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Es gibt jetzt nur noch eine Chance und das ist eben die letzte Etappe. Okay, Boucle de la Mayenne gibt es auch noch. Letzte Etappe dieses Rennens. Simulieren wir gerade mal weg. Ist nicht so super wichtig. Insofern. Plopp. Sebastian Molano. Ja, setzt seine Siegesreise fort. Alberto Dainese und Amaury Chapiot landen dahinter. Neunter wird heute Feline. Und damit also die Gesamtwertung. Piet Allegaert gewinnt von der Mannschaft Cofidis vor Patrick Gamper und Kasper Pedersen. Gamper auch kein schlechter Fahrer. 9. wird Fabio Felline bei diesem Rennen und 18. Zuo Jinliu. In der Punktewertung gewinnt Sebastian Molano. Völlig logisch, der hat ja fast alle Etappen gewonnen gefühlt. Andrea Vendrame holt sich die Bergwertung. Die Nachwuchswertung geht an Piet Allegaert und die Teamwertung an das Team Sunweb. Sehr schön. So, und damit schauen wir jetzt mal, ob jetzt hier noch die letzte Etappe des Giros angezeigt wird. Jo, da ist sie. 16,5 Kilometer. Oh Gott, ey. Ich bin wirklich gespannt, ob wir das noch schaffen. Ich bin wirklich gespannt. Ich meine, wir haben gesehen, bei dem großen Zeitfahren, was über 30 Kilometer ging, da haben manche Fahrer 2 oder 3 Minuten easy verloren. Auch Omen hat da viel Zeit verloren. Das heißt, bei 16 Kilometern sollten 30 Sekunden drin sein, oder? Die Frage ist halt, ob Carapaz überhaupt schlechter ist als Omen. Rein von den Werten her nicht wirklich. Wir werden sehen. Nächste Etappe, die Entscheidung des Giro d'Italia. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haltet die Daumen gedrückt. Bis dahin.